listigen Kobolde. An die habe ich ewig nicht mehr gedacht. Oder sollte ich sagen, an uns? Wir waren fast öfter Kobolde, als dass wir Kinder waren. Oh, erinnerst du dich an all die anderen Wesen? Die Mondhexe, den Eiskönig, den alten Bären? An die meisten schon, ja. Aber nicht mehr so genau. Hey, weißt du, wo das Buch mit all den Geschichten ist? Nein, keine Ahnung. Aber beim Aufräumen finden wir es sicher wieder. Aber wie sollen wir jetzt hier reinkommen? Ganz ehrlich. Die war auch zu. Da ist noch ein Fenster. Aber das haben wir am Anfang schon untersucht und kamen nicht rein. Ich könnte ein Fenster einschlagen. Sowas tun zivilisierte Leute nicht, das ist dir bewusst. Ja, aber... Ach, wir sind also zivilisiert? Na, vielleicht nicht. Aber wir wollen das Haus hier verkaufen. Da helfen rote Fenster uns nicht gerade. Ich könnte ein Fenster einschlagen. Sowas tun zivilisierte Leute nicht, das ist dir bewusst. Ach, wir sind also zivilisiert? Na, vielleicht nicht. Aber wir wollen das Haus hier verkaufen. Da helfen kaputte Fenster uns nicht gerade. Hier kommen wir nicht rein. Es gibt auch andere Wege hinein. Ja, aber welche? Ach. Wohin? Irgendwelche Vorschläge, wie wir jetzt reinkommen? Hm. Wir haben als Kinder immer unter dem Haus gespielt. Ja. Und all unsere Koboldschätze dort versteckt. Es gab eine Luke, oder? Die zur Wäschekammer führt? Na klar. Ich hoffe, die ist nicht zu klein. Ich bin ja keine Elf mehr. Also mit 11 hat er seine Mutter getötet. Okay. Eine Luke zur Wäschekammer. So, wo ist eine Luke? Kann nur hier irgendwo am Haus sein. Aber... Weißt du noch, wie wütend sie war, wenn wir nicht den Kompost benutzt haben? Und sie wusste genau, wann wir gelogen haben. Verschwende nichts oder sag dem Planeten leb wohl. Da. Brauchst du Hilfe? Nein, es geht schon. Okay. Wenn wir das Brett aus dem Weg schaffen, kann ich mich vielleicht durchquetschen. Wir brauchen also was, um es aufzustemmen. Es ist festgeschraubt. Ich brauche einen Schraubenzieher. Ja, toll. In der Hütte war einer. In welcher Hütte? In der Hütte. Ja, da kommen wir doch. Oder passt der Schlüssel da etwa auch, junge Frau? Unfassbar, dass sie noch hier sind. Ja. Verstecken wir sie, damit sie möglichen Käufern keine Angst einjagen. Wenigstens steht die Hütte noch. Ja, aber ich will nicht darüber nachdenken, was da drin alles lebt. Wie kommen wir da rein? Besser lebend als tot, was? Igitt, ja. Kümmern wir uns später darum. Es ist fest verschlossen. Ja, in der Hütte ist ein Schraubenzieher. Die ist fest verschlossen. Ja, ganz super. Wie soll man da reinkommen? Hier, durchs Fenster. Okay. Hier sollte irgendwas Brauchbares sein. Mary Ann hat wohl doch was Brauchbares hinterlassen. Ja, wir müssen jetzt allerdings noch reinkommen. Ja. Ohne kaputte Fenster. Ja. Mal sehen, was ist das? Spürst du das? Nein. Leertaste. Gedrückt halten, um dich auf ein Band zu fokussieren. Ach, auf dein Band, okay? Und kommt da erst wieder raus, wenn das Zimmer picobello ist. Jetzt kriege ich schon zum millionsten Mal Ärger und das nur wegen dir. Alter, es läuft mir gerade eiskalt den Rücken runter. Ich habe gedacht, du warst nur zu feige, was zu sagen. Was wird das auch bringen? Sie hört uns doch sowieso nie richtig zu. Ich schreie es ihr lieber in ihr blödes Gesicht, als stumm wie ein Fisch zu sein. M-
Mist, Schlüssel vergessen. Wir müssen ihn zurücklegen. Vielleicht verstecken wir ihn irgendwo. Nur so, aus Spaß. Die Kobolde sollen der Prinzessin helfen, keine Streiche spielen. Was soll's, du bist langweilig. Ich will nur nicht, dass es ihr noch schlechter geht. Wow, ist das eben echt passiert? Boah. Ich hab's auch gesehen. So fühlte es sich an, als wir unsere Gedanken teilten. Mit unserer Stimme. Ja, stimmt. Aber das waren wir vor 10 Jahren, oder? Ich kann mich kaum daran erinnern. Glaub schon. Und, das ist neu, oder? Alter, ich hab Gänsehaut, ehrlich. Wir teilten Gedanken und Gefühle, aber Erinnerungen konnten wir noch nie abspielen. Wie kommt es dazu? Und wieso die Erinnerung? Ich weiß nicht. Das ist gruselig. Oh ja. Komisch. Aber die Stimme war immer gut. Das vielleicht auch. Ich spüre wieder etwas. Bei der Scheune. Ja, ich mich auch. Leertaste gedrückt halten. Zum stummen Frosch. Ich komme. Was? Hör auf zu schmollen. Ich hab doch gesagt, es tut mir leid. Tut es dir nicht. Okay, dann willst du wohl nicht sehen, was in der Schatzkammer versteckt ist. Was? Oh, doch, das will ich. Beeilung! Gehen wir zum stummen Frosch. Ich komme. Was? Hör auf zu schmollen. Ich hab doch gesagt, es tut mir leid. Ich glaube, ich hab die Maustaste zu früh losgelassen. Oder? Was? Oh, doch, das will ich. Okay. Okay. Stumme Frosch. Wo ist der stumme Frosch? Du stehst mir im Weg, Allison. Wo ist der stumme Frosch? Ist eine Bank. Ich könnte jetzt genau hier ein Schläfchen machen. Im Winter. Oh, da kam wohl jemand zu Besuch. Lustig. Ich erinnere mich gar nicht an die, als wir Kinder waren. Bestimmt hat unsere Mutter ihnen eine Heidenangst eingejagt. Ja, so wie jedem anderen auch. Was ist denn hier? Das ist so, ganz ehrlich, ich hätte den, wo ich das am Anfang gesehen habe, da dachte ich, irgendwas. Willst du da wirklich raus? Ja, will ich. Ich suche den stummen Frosch. Wo ist der? Wie kann ich denn meinen Sensor verwenden? Ich habe doch gar keinen. Weißt du noch, wie wütend sie war, wenn wir nicht den Kompost benutzt haben? Sie wusste genau, wann wir gelogen haben. Verschwende nichts oder sag dem Planeten leb wohl. Kann ich denn meinen Sensor benutzen? Gar nicht. Zum stummen Frosch. Ich komme. Was? Hör auf zu schmollen. Ich hab doch gesagt, es tut mir leid. Tut es dir nicht. Okay, dann willst du wohl nicht sehen, was in der Schatzkammer versteckt ist. Was? Die Schatzkammer war da unten. Jetzt
wissen wir, wo wir sind. Ah! Wir müssen uns nur daran erinnern, welcher der stumme Frosch ist. Hier ist nichts. Also, wer von euch versteckt den Schlüssel, hm? Verdammt, wo ist der Schlüssel? Ja. Wirklich? Spaß. Oh, komm schon. Okay, okay, sorry. So ist das also, gemeint. Alles klar. Wenigstens steht die Hütte noch. Ja, aber ich will nicht darüber nachdenken, was da drin ist. Da kommen wir nicht rein, dann gehen wir hier rein. Besser lebend als tot, was? Igitt, ja. Kümmern wir uns später darum. Es gibt anderes zu tun. Wo kommt die Kiste her? Sieht man neu aus. Von mir ist sie nicht. Also irgendeiner ist hier. Heute ist euer Glückstag, Vögelchen. Hab ihn. All die Mühe für einen Schraubenzieher? Hast du eine bessere Idee, wie wir reinkommen? Ich möchte jetzt auch ins Haus. War hier die Klappe, gell? Die Wäschekammer. Das scheinen Edelstahlschrauben zu sein. Die sind nicht verrostet. Sicher, dass du da rein willst? Ja. Das war unser erstes Versteck, weißt du noch? Wer weiß, was jetzt da unten lebt. Alles okay da unten? Tyler? Das ist nicht lustig! Doch! Warum muss ich dann lachen? Okay, schön. Aber du bist ein Idiot. Alles klar. Diesmal gehe ich wirklich rein. Okay. Wir sehen uns gleich bei der Eingangstür. Ja. Ach so, wir müssen... Ja, komm. Autsch. Alles okay? Was ist passiert? Ich habe mir blöd den Kopf gestoßen. Warte. Wo bist du? Ty, ich bin draußen. Aber ich höre dich in meinem Kopf. Alter. Die Stimme ist zurück. Das ist so creepy, ey. Ist nicht zufällig, wie man zur Luke kommt? Ich glaube schon. Drachen, voraus. Nach links, glaube ich. Dann nach den Kobolden wieder links. Wow, hätte echt nicht gedacht, dich nochmal zu sehen. Es ist lange her, Kumpel. Das ist so creepy, ey. Da ist ein Schlauch, der könnte zur Wäschekammer gehen. Überall irgendwelche Schläuche. Ja, wo ist jetzt die Luke zur Wäschekammer? Hätte echt nicht gedacht, dich nochmal zu sehen. Ja. Es ist lange her, Kumpel. Deswegen weiß ich trotzdem nicht, wie wir zur Wäschekammer kommen. Hier ist nix. Also hier ist definitiv nix, aber...
Nö, es war rechts. Mein Fehler. So kann man Kabel auch verlegen. Guck mal, alles schön. Kobolthülle, Schatzkammer, okay. Aber hier ist auch keine Klappe. Ach, guck mal, da steht das Letzte. Du hattest recht. Natürlich. Ein Kobold vergisst nie, wo seine Schätze liegen. Nicht einmal in 1000 Jahren. Unser alter Drachen. Tch. Aber die Flügel wurden wohl gestutzt. Ruhe in Frieden, tapferer Vogel. Marianne nahm uns wegen der Teller ständig in die Mangel. Aber Kobold bewahrt seine Schätze. Marianne nahm uns wegen der Teller ständig in die Mangel. Unser alter Drachen. Tch. Aber die Flügel wurden wohl gestutzt. Ruhe in Frieden, tapferer Vogel. Aber eine Klappe ist hier trotzdem nicht. Am Schatz vorbei. Geradeaus. Also, ich war beinahe davon überzeugt, dass unsere Stimme eine weitere Kindheitsfantasie war. Der wilde Jäger. Warum macht mir sein Name immer noch Angst? Er entsprang Mariannes Feder. Die gruseligen Wesen kamen von ihr. Ich weiß trotzdem nicht, wie ich hier reinkomme. Haha. Ist keine Wäsche hier. Hab sie gefunden. Ja, und jetzt kommen die Kindheitserinnerungen wieder hoch. Leute, ich habe richtig, richtig Gänsehaut, ganz ehrlich. Tyler, bist du da? Ja. Gib mir einen Moment, bitte. Tyler! Komme. Alles okay? Mhm. Ich überleb's. Schön, deine Stimme zu hören. Ja, ebenso. Also, kommst du rein oder nicht? Ich arbeite dran. Tja, da wären wir. Da wären wir. Ja. Also, wo fangen wir an? Wir entscheiden, was wir behalten, was weg kann und sehen, was wir noch so in diesem Haus finden. Wow, es wirkt so irreal. Natürlich. Kein Licht, kein Strom. Mariannes Zimmer. Gehen wir erst rein, wenn es unbedingt notwendig ist. Okay. Ach, hallo. Die gruseligen Masken müssen weg, um mögliche Käufer nicht zu verschrecken. Oh, du willst also niemanden mit diesen Masken erschrecken? Sind das echte Klinket-Masken? Glaube nicht. Warum sollte Marianne unechte Masken kaufen? Vor 20 Jahren hat jeder Fälschungen gekauft.
Wo habe ich sie denn umgebracht? Das Bad riecht immer noch nach Marianne. Einmal richtig putzen, dann ist das auch erledigt. Ich wollte dieses Kleid im Garten vergraben, aber Marianne hat mich erwischt. Es war ein hübsches Kleid. Naja, wir wissen ja beide, hübsch war nie mein Ding. Das ist so... Was würde der junge Tyler denken, wenn er jetzt reinkäme und mich sehen könnte? Was machen wir mit all ihrem Schmuck? Tja, ich werde ihn bestimmt nicht tragen. Dann also Spendenkiste. Die scheinen ihre Mutter nicht wirklich... Ich hatte ihre komischen Hausmittelchen ganz vergessen. Und wie sie sie immer an uns ausprobierte. Wie an Laborratten. Die scheinen ihre Mutter nicht wirklich gemocht zu haben, oder? Kann das sein? Oder liege ich da völlig falsch? Ist doch richtig auf dem Lost Place, ne? Weißt du noch, jeder von uns wollte immer am größten sein. Als ob wir darauf irgendeinen Einfluss gehabt hätten. Und am Ende war es ein Unentschieden. Ja, und das ganze Dehnen hat mir überhaupt nichts gebracht. Hier ist nichts, wir gehen mal hier durch. Ist die Küche. Ich dachte, nach all der Zeit sei ich besser auf dieses Chaos vorbereitet. Es ist gar nicht so ein Chaos, es ist alt. Die Zeit ist stehen geblieben und... Sie hat gespart, wo sie nur konnte. Coupons. Okay. Hallo Mom, es tut uns leid, dass die Vase kaputt ist. Wir wussten nicht, dass du sie so mochtest. Wir müssen besser aufpassen und nicht im Fensterzimmer spielen. Nächstes Mal versuchen wir, vernünftiger zu sein. Bitte sei nicht mehr böse auf uns. Mir tut es auch leid, wir sollten vorsichtiger sein. Ich bin sehr traurig, dass wir dich zum Weinen gebracht haben. Wir sollten lieber draußen spielen. Ich werde Olli bitten, nicht immer so wild zu sein. Wir machen es nie wieder. Tut uns leid. Was liest du da? Ein Brief. Ein Brief von uns. Als Entschuldigung für die kaputte Vase, weißt du noch? Langeweile als Belehrung. Eine tolle Strategie. Alte Bücher. Die hatten wir von Tessa, oder? Ja, sie dachte, wir wären begabt. Waren wir ja auch. Stimmt ja, aber nicht wie sie dachte. Ob sie gewusst hat, dass wir uns absprechen? Doch nur aus Spaß. Wir kannten die Antworten eh. Ach Leute, irgendwie... Man merkt gar nicht, wie die Zeit vergeht. Es ist wirklich wieder hier zu sein. Ich dachte, ich weiß, was kommt, aber... Alles trifft mich völlig überraschend. Meine Nerven liegen blank. Verstehe ich. Was ist mit dir? Alles okay? Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich mich fühle. Ich versuche es einfach als leeres Haus zu sehen. Ja, ein leeres Haus voller echter Geister. Hoffentlich sind es nette Geister. Marianne nicht? An die erinnere ich mich nicht. Wahrscheinlich eins von Marianne's unfertigen Meisterwerken. Es gibt zwei Stück. Vielleicht standen sie für uns. Für Marianne gab das vermutlich sogar irgendwie Sinn. Wow. Ganz schön peinlich. Wir waren echt keine Da Vincis. Sie hob jedes einzelne Bild von uns auf. Vielleicht hebe ich ein paar davon auf. Sie hat so viele Fotos gemacht. Ja. Als müsse sie jede Sekunde unseres Lebens festhalten. Ich glaube, die scheint sehr zwiespältig gewesen zu sein, oder?
Halte ein paar davon, wenn du willst. Nein, danke. Ich meine, ich mag die Fotos von uns. Aber ich kann einfach nicht vergessen, dass sie hinter der Kamera stand. Dabei sieht das auf. Ganz schön peinlich. Wir waren echt keine Da Vincis. Sie dabei sieht das einzelne Bild von uns auf. Vielleicht hebe ich ein paar davon auf. Dabei sieht das auf einigen Bildern ja echt liebevoll aus. Da oben mit den Kindern in der Wanne und... Also ich finde es faszinierend, wie die Jungs und Mädels von Life is Strange das immer hinbekommen, dass man sich so gefesselt fühlt, dass man da mitfühlt vor allen Dingen. Das ist creepy hier. Sie wollte den Planeten schon retten, bevor es durch Al Gore cool wurde. Hat Al Gore je etwas Cooles getan? Nee. Mit einer Sache hatte sie wohl recht. Aber man kann niemandem vorwerfen, nicht auf die verrückte Mary Ann Ronan gehört zu haben. Okay. Ich wusste gar nicht, dass ich den Geruch von Feuerholz so vermisst habe. Ich vermisse die kalten Winternächte in Kuscheldecken und mit einem großen heißen Kakao. Ja, Mary Ann war meistens so müde, dass sie auf der Couch einschlief. Ah, deswegen war es so schön. Keine Mary Ann. Wir haben die Stimme benutzt, um sie nicht zu wecken. Wir blieben die ganze Nacht wach, erzählten Geschichten, sahen dem Feuer beim Ausgehen zu. Und Mary Ann wusste von nichts. Ich glaube, hier unten ist nichts mehr, wa? Okay, mal sehen. Regal kaputt, Krug kaputt und die Waschmaschine kaputt. Der Trockner hatte eh nie funktioniert. Mary Ann hielt Wäschetrockner für das pure Böse. Energiesünder. Wäsche aufhängen habe ich gehasst. Hab wochenlang dieselben Sachen getragen und mich so davor gedrückt. Maschinenreparatur. Sam, Robert, im Winter in Texas, Brooks, zu teuer, Tessa. Ah ja. Da hat sie offensichtlich noch irgendwo angefragt, was eine Reparatur kostet. Aber hier ist auch irgendwie nichts, was wir uns noch angucken könnten. Gehen wir dann mal nach oben, ja, wa? Hört ihr diese Geräusche? Das klingt so richtig nach Geist, oder? Guck mal die Fotos, so böse sieht die gar nicht aus. Alter, ich krieg so Gänsehaut hier, ehrlich. Es ist bestimmt noch da. Ich sollte in unserem Zimmer nachsehen. Wenn du nicht bald hochkommst, nehme ich mir alles, was ich möchte, aus unserem Zimmer. Niemals! Warte auf mich! Na, das fühlt sich doch wie zu Hause an. Das zieht mir durch und durch gerade, ganz ehrlich. Hey, die Postkarte, die wir uns aus Juno geschickt haben. Für immer allein. Was? Wir hatten kaum jemanden. Wir waren sogar unsere eigenen Brieffreunde. Hi Allison und Olli, wir schreiben euch aus der Vergangenheit. Wie ist die Zukunft so? Juno ist jedenfalls total cool. Wir sind mit der Seilbahn ganz nach oben gefahren. Olli hatte Angst. Das ist gelogen. Wir haben ein paar Bücher bekommen, aber als Mama abends ins Restaurant gegangen ist... Bitte melden! Wenn wir uns nicht beeilen, schmilzt das ganze Ding. Bitte melden! Ich muss das jetzt erst zu Ende lesen. Abends ins Restaurant hat sie sie dort vergessen. Es war cool, auf der Fähre gab es jede Menge Wale, so ein Quatsch. Die waren im Wasser, Dummkopf. Jedenfalls soll euch diese Postkarte daran erinnern, wie cool wir sind. Vor allem ich. A&O, Allison and Olli Ronan. Ach, ich
muss Q drücken zum... Nee, ich muss das da drücken zum Verlassen. Ich klicke mal aus Versehen auf Escape. Entschuldigung, bitte. Wo ist sie denn? Wir wollten immer einen Fernseher. Stattdessen schleppte sie Stapel an Büchern an. Damit hat sie uns wohl einen Gefallen getan. Wenn wir anfangen, im Angebot von HBO zu stöbern, wirst du das vielleicht anders sehen. Abwarten. Ein paar unserer Spielsachen verpassen mir Gänsehaut. Als Kinder haben wir den Ausblick nie geschätzt. Hier ist im Weg, ich kann nicht gucken. Sieh mal, was ich hier hab. Was? Nur unsere großartigste Schöpfung. Das Buch der Kobolde. Jetzt im Ernst? Warst die ganze Zeit in dieser Truhe? Öffnen wir's mal. Ich hatte noch viel mehr auf Lager. Marianne hat viele geschrieben. Ja. Nur in diesen Momenten schien sie wirklich friedlich. Die Froschdame erhält die Gabe des Sprechens. Der Bär und die Prinzessin, die Biberdame repariert das Haus, die Feier der Prinzessin, die Kobolde und die Eishöhle. Okay, das ist also das Inhaltsverzeichnis. Mann, wo ist es? Suchst du etwas Bestimmtes? Mein Tagebuch. Davon hast du mir nie erzählt. Ja, so wie Marianne war, wollte ich es erst recht, so gut es geht, vor ihr geheim halten. Marianne. Ja, als sie es damals gefunden hat. Wo ist es? Was hast du damit gemacht? Ach, was denn? Mein Tagebuch ist weg. Du hast es gestohlen. Gib es her. Schatz, alles, was ich mache, ist nur zu deinem Besten. Du hast es gelesen, oder? Dazu hattest du kein Recht. Ich darf alles, was ich tun muss, um mein kleines Mädchen zu beschützen. Ich bin nicht dein Mädchen. Ich hasse dich. Du wirst immer mein kleines Mädchen sein. Und egal, wie sehr du dagegen kämpfst, ich kämpfe umso mehr, um dich zu beschützen. Alter, ist das creepy. Warum habe ich es nicht kommen sehen? Sie hat es mir ins Gesicht gesagt. Meine Transition hätte sie auch mit Gewalt verhindert. Tyler, du hättest nicht wissen können, dass sie so weit gehen würde. Ich will das Tagebuch zurück. In ihrem Zimmer habe ich noch nicht gesucht. Okay, aber brauchst du es denn jetzt? Dieses Tagebuch war mir wichtig, Allison. Meine Gedanken aufzuschreiben, half mir zu sehen, wer ich bin. Gut. Dann suchen wir es. Boah, Leute. Ganz ehrlich. Ob ihr Zimmer noch verschlossen ist? Das war es immer. Ich bin nicht so heiß drauf, reinzugehen. Ich weiß. Doch wir kommen nicht drum herum und ich brauche es zurück. Mhm. Aber lass uns erst hier oben noch ein bisschen gucken. Die Karte haben wir uns angeguckt. So viel zu meinem Traum, Eishockeystar zu werden. Marianne fand Sport. Wieso war ich mit diesem Poster einverstanden? Es war mein Lieblingsfilm. Damals. So viel zu meinem Traum, Eishockeystar zu werden. Marianne fand Sport zu aggressiv, zu wetteifernd und zu gruppendenkerisch. Also eine Sache muss man Marianne wirklich lassen. Wir konnten unsere kreative Seite ausleben. Wenn du Eddies Gesicht gesehen hättest, als ich sein Auto lackieren wollte. Ja,
Onkel Eddie hingegen hat deine künstlerische Ader wohl nicht geschätzt. Nenn ihn lieber Chief Brown, wenn du schon so ein Arsch sein willst. So, haben wir hier noch irgendwas, was wir uns angucken können? Ich glaube nicht. Alter, das ist so mega, das Spiel. Ganz ehrlich. Hier ist nichts mehr? Nee. Hier. Wo kommst du denn her? Wer bist denn du? Ist gerade ein bisschen weggetreten, oder? Okay, gehen wir in Mary Ann's Zimmer. Ich frage mich, wo der Mord passiert ist. Das müsste man doch noch sehen, wenn ich sie erstochen habe. Habe ich das in ihrem Zimmer gemacht? Okay. Warte. Was? Erkennst du das? Ach, ja, leider. Löse mein Rätsel für das Recht, in das Gemach der Prinzessin einzutreten. Oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei. Erledigen. Schon klar, wir könnten sie mit Gewalt öffnen. Aber es wäre doch witzig, es endlich zu lösen, oder? Wir haben unterschiedliche Definitionen von witzig. Gut, aber wenn wir sie eintreten, müssen wir sie danach reparieren. Versuchen wir es zuerst mit dem Rätsel. Hast du unser Buch? Hab ich das? Ja. Gib mal her. Okay. Wonach suchst du denn? Das Bild an der Tür, es erinnert mich an eine Geschichte aus dem Buch. Eine von Mary Ann. Du erinnerst dich viel besser als ich. Tja, das Buch der Kobolde war meine Idee. Das durfte auch nie jemand vergessen. Hier ist sie. Die mit dem Prinzessinnenfest. Lies mal, vielleicht stehen die Symbole für etwas in der Geschichte. Geistererinnerungen, Bilderbuchrätsel. Komischer Tag. Komische Kindheit.